Mein Name ist Thomas Püstow. Ich bin Geschäftsführer der Firma Bodenplattenkontur Kiel GmbH und vom Ofenoutlet Kiel. Wir sind der größte Handelspartner der Firma Morsø aus Dänemark und vertreiben von der Firma Morsø über 500 Kaminöfen im Jahr. Wir stellen immer wieder fest, dass es nicht nur bei diesen Produkten, auch bei anderen Produkten Probleme gibt mit der Inbetriebnahme des Ofens, weil häufig Fehler wiederholt werden, die man relativ einfach abstellen kann. Aus diesem Grund möchte ich einfach mal zeigen, wie man einen Kaminofen direkt in Betrieb nimmt. Dazu ist es wichtig, dass man das Holz zunächst einmal richtig stapelt. Wir machen das immer so, dass wir unten im Brennraum zwei Scheite quer reinlegen. Dann entsteht so ein Keil in der Mitte. Das kann man hier so ganz gut sehen. Wichtig hierbei ist, dass man trockenes, gut abgelagertes Holz hat. Der Gesetzgeber sieht vor, dass das Holz eine Restfeuchte von nicht mehr als 20% hat. Ich persönlich bin der Auffassung, dass ein bisschen weniger sogar noch besser ist, dass es sich also irgendwo so zwischen 8% und 15% bewegt, damit das Ganze vernünftig funktioniert. Das nächste, was wir brauchen, ist ein guter Anzünder. Hier empfehlen wir immer diese in Wachs gedrehten Holzspäne, weil die eine sehr, sehr hohe Starttemperatur entwickeln und man hat auch nicht noch unnötige Chemie mit irgendwelchen Plastikverpackungen und so weiter. Wenn man diese Anzünder optimieren will, dann kann man die auch noch aufdrehen. Das heißt, man dreht sie sozusagen gegen den Strich auf, dann vergrößern sie ihre Oberfläche und brennen noch schneller an. Das nächste, was man dann machen muss, ist, dass wir jetzt Kleinholz verwenden. Und zwar ist es so, man kann sich das vorstellen, wenn man relativ große, massive Scheite hat, dass die schlechter anbrennen als kleines Holz. Das zweite, was man berücksichtigen muss, dass das Holz möglichst keine Rinde oder nur an einer Seite noch Rinde hat, weil wenn Holz, also klassischen Rundhölzer, komplett mit Rinde ummantelt sind, brennen sie natürlich auch entsprechend schlechter an. Als nächsten Schritt nimmt man dann Kleinholz. Entweder nimmt man so von alten Palettenholz oder man hat möglicherweise eine kleine Spaltaxt und haut kleine Spalte ab, also kleine Stücke von den Scheiten ab, was eigentlich sogar noch besser geht. Dann baut man praktisch ein kleines Häuschen drauf. So, das Ganze schachtelt man dann so ein bisschen hoch. Und je nach Rahmenbedingungen, also wie gut der Schornstein zieht, wie gut der Ofen generell aus dem Knick kommt, muss man eben halt unterschiedlich mehr oder weniger Holz, Kleinholz draufpacken. Jetzt zündet man mit einem Streichholz den Anzünder an und der Rest passiert eigentlich dann mehr oder weniger von alleine, wenn man dann die richtige Lufteinstellung gewählt hat, zu der ich dann gleich noch komme. Es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, zwar, dass man den Anzünder eben nicht unten reinlegt, sondern eine sozusagen Top-Down Methode wählt. Das heißt, ich packe den nicht unten rein, sondern hier wieder das gleiche Prinzip. Ich drehe den wieder so ein bisschen auf und lege den einfach oben drauf. Geht genauso gut. Das ist ein Stück weit Geschmackssache. Ich sage immer, Erfolg gibt recht. Wir machen das mit dem Anzünden immer etwas anders, als es in der Bedienungsanleitung steht. Das heißt, wir machen den Regler des Ofens zu. Hintergrund ist folgendes. Also hier in diesem Fall wäre der Regler komplett geschlossen. Der Ofen kriegt jetzt überhaupt gar keine Luft, außer die Luft hier vorne über die Tür. Dadurch haben wir eine maximale Kanalisation. Normalerweise wäre es so, wenn wir jetzt die Sekundärluft aufhaben, würde Luft von oben kommen. Wenn wir die Primärluft aufhaben, kommt Luft von unten und die Tür angelehnt, kommt Luft von der Seite. Das heißt, diese 100% Luftmenge wird auf drei Stellen verteilt. Wenn ich die Tür allerdings angelehnt lasse und alle anderen Luftregler zu habe, kriegt er die Luft nur über die Tür. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie beim Lagerfeuer, wenn man da reinpustet oder beim offenen Kamin, dass man dann einen stärkeren Effekt hat, weil einfach die Luft mit mehr Druck eingeblasen wird. Was man jetzt hier am Anfang sieht, also sprich, dass sich diese Feuchtigkeit an der Scheibe niederschlägt, ist völlig normal. Und zwar wird das bei Ihnen im Wohnzimmer nicht so stark sein. Wir befinden uns hier aber in einer relativ kalten Lagerhalle. So, und diese gesamte Feuchtigkeit, die im Feuerraum ist und auch hier drumherum, die schlägt sich an der kältesten Stelle halt nieder. Und das ist dann im Zweifelsfall eben halt auch die Scheibe.
durch die Art, wie wir den Ofen anbrennen, kann man diesen Effekt allerdings ganz gut reduzieren. Und zwar ist es so, dass eben halt die Anheizluft von der Seite über die Tür eingeführt wird und dann die Feuchtigkeit eben mit in den Schornstein abführt. Nochmal, bei Ihnen im Wohnzimmer wird das nicht ansatzweise so groß sein, weil diese Temperaturunterschiede gar nicht so stark sind und der Ofen ja auch schon eine ganz andere Grundtemperatur hat. Jetzt müssen wir im Grunde genommen erst einmal warten, bis der Ofen eine schöne Basistemperatur hat. Jetzt haben wir im Prinzip die Situation, dass wir eine gute Grundtemperatur haben und die Tür schließen können. Das Problem ist im Grunde genommen immer das gleiche. Ich habe einen nassen, kalten Schornstein und der Schornstein hat wenig Zug, also ich habe wenig Auftrieb im Schornstein. Und deshalb muss ich versuchen, mit möglichst guten Anzündern, viel Kleinholz, eine große Temperatur zu erzeugen, damit der Schornstein sich erwärmt und ins Ziehen kommt. Das habe ich ja gemacht, indem ich den Regler hier zugemacht habe, die Tür angelehnt habe und jetzt kriegt er die Luft nur über die Tür. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich öffne jetzt den Luftregler. Das ist bei diesem Modell die Stellung rechts. Das heißt, ich schiebe nach rechts und schließe die Tür. Jetzt kriegt er ganz normal die Luft über den Ansaugstutzen. Und ich kann über den Luftregler hier oben die Einstellung entsprechend wählen. Wenn ich ihn jetzt ganz zumachen würde, sieht man schon die Reaktion. Die Flamme bricht zusammen, die Scheibe wird schwarz. Das wollen wir nicht. Deswegen, er braucht jetzt in der Anheizphase eben halt noch viel Luft, damit der Unterdruck im Schornstein sich noch entsprechend erhöht, der Ofen besser ins Ziehen kommt. Und wenn das Ganze einigermaßen ausgewogen ist, können wir die Flamme entsprechend der Luftregelung einstellen, dass er ruhig und entspannt brennt.